Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute gucken wir uns, ja, einige neue fette News an. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Synchro Summon Comfort, The Ruddy Rose Dragon, Dragon, Schallplatte kaputt. Ja, neue Structure Deck EX. Holen wir uns heute auf jeden Fall, stellen wir aber erst beim nächsten Mal vor, weil es noch viel wichtige Infos gibt. Hinweis, Implementierung der Liste mit verbotenen limitierten Karten und Rebalancing der Fähigkeiten. Yes, eine neue Banliste ist draußen mit einem neuen Balancing der Karten. Und was ebenfalls noch ziemlich nice ist, ist, wir haben hier die Bekanntgabe der Ergebnisse für den KCGT, also für diese Vorhersage. Und wir haben noch generell die Ergebnisse vom KCGT mit den Top-Decks, die wir uns dann auch gleich alle angucken werden. Das wird also eher so ein Info-Video heute, weil es doch eine Menge ist, was wir uns angucken müssen. So, zuallererst, Achtung Duellanten, es wird eine neue Banlist implementiert mit einigen neuen verbotenen Karten. Okay, Änderung einiger Fähigkeiten, Detail zur Implementierung der Liste der verbotenen Karten, das wollen wir uns angucken. Wir haben nämlich neue, verbotene und limitierte Karten oder auch Karten, die von der Liste runtergekommen sind. Und das erste, was hier ins Auge fällt, ist Double D, Gelehrter Thomas, geht von gar nichts auf 1. Und das ist schon ein starker Hit für Triple D, weil diese Karte, Gelehrter Thomas, eigentlich die Kombo-Karte schlechthin war für Triple D und dem Deck nochmal auch ordentliche Powerplays und Consistency verleiht hat. Ja, also Konsistenz. Und das Besondere daran ist, dass Thomas, wie gesagt, nur eine Rare-Karte ist, aber trotzdem hat man die Karte dreimal gespielt, beziehungsweise Minimum zweimal. Und jetzt geht sie auf 1, was halt, wie gesagt, ziemlich fatal ist. Ich meine, gucken wir uns doch mal einige Top-Triple-D-Decks an. Da kann ich euch mal ein bisschen was zeigen. Hier beispielsweise, wir gucken uns mal das Deck von heute an. Und da sehen wir, da spielt jemand zweimal Thomas und dreimal Kepler, der auch, Spoiler, auf 2 gegangen ist. Heißt also, dieses Deck kann in der Form gar nicht mehr genutzt werden. Ja, der Typ, der dieses Deck gespielt hat, der darf zum Beispiel jetzt auch keine Fight-Kontrollen mehr im Deck haben, weil dieses Deck jetzt Karten auf 2 bzw. auf 1 hat. Und das ist natürlich ziemlich fatal für die ein oder andere Liste. Gucken wir mal hier vielleicht, ach guck mal hier, eine Top 100 Global Liste vom KCGT. Da hat jemand dreimal Thomas und dreimal Kepler gespielt. Darf diese Person in dem Fall auch nicht mehr spielen, genauso wie Feinkontrolle. Was Triple D jetzt machen wird, gute Frage. Also ich denke, die Variante mit Couch Trainer ist jetzt auf jeden Fall tot, hätte ich jetzt vermutet. Einfach weil die Consistency jetzt fehlt, weil drei Level 8 Monster mit nur einem Thomas zu generieren ist, denke ich, nicht wirklich realistisch. Ja, weil die Combo war ja, die Combo war ja meistens, dass man halt, wie gesagt, mit Thomas in die Pendelzone gelegt hat, mit dem Skill. Und gleichzeitig dazu hat man dann zum Beispiel, wie war das? Während unserer Main Phase konnte man zum Beispiel für die kommende Runde dann den Effekt von Thomas aktivieren, was, Spoiler, in Zukunft auch nicht mehr möglich sein wird, um nochmal auch wieder, wie gesagt, ein bisschen Consistency zu haben. Und noch viel wichtiger ist natürlich auch noch der Monster-Effekt, weil du kannst jetzt Thomas nicht in der Pendelzone haben und gleichzeitig auf dem Feld, weil du ihn nur einmal spielen kannst. Was gleichzeitig heißt, dass wir ein 8-Sterne-Monster in der Zukunft wahrscheinlich weniger sehen werden. Oder wir sehen Thomas in Zukunft nicht mehr in der Pendelzone, je nachdem. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ziemlich blöd. Und ich denke, die Couch-Trainer-Variante wird dadurch am meisten eingeschränkt werden. Ja, ich denke aber, dass Triple D nicht tot sein wird. Ich denke, das Deck wird immer noch gut sein. Vielleicht auch sehr gut. Aber es wird nicht mehr so over the top sein, wie es vorher halt war. Weil vorher war es wirklich over the top. Kepler geht auf 2. Womit Triple D 2 Hits bekommen hat, bei den ersten 2 Hits, die jetzt hier revealed worden sind. Kepler ist eine wichtige Karte, müssen wir nicht zu sagen, ist eigentlich mit die wichtigste Karte. Es ist eine Super Rare aus einer Minibox, das heißt also, das tut so ein bisschen weh, vor allen Dingen den Free-to-Play-Spieler, die jetzt in ein Triple D-Deck investiert haben. Wir haben Kepler dazu benutzt, um uns zum Beispiel Gate zu holen, um mit Gate dann nochmal was zu searchen. Oder aber wir haben Kepler geholt, um halt Dark Contract with the Witch zu suchen. Und wir haben natürlich Kepler auf dem Feld dann halt immer für den Skill nochmal genutzt, weil der halt ein Scale 10 Monster ist. Das heißt also, die Karte war so ziemlich die wichtigste Karte eigentlich, weil sie so viele Rollen erfüllt hat. Sie war ein Searcher und sie hat gleichzeitig unseren Skill erst so gut gemacht. Ja, und jetzt können wir sie nur noch zweimal spielen. Ist
jetzt, ja, ein Consistency-Hit, wie gesagt. Die Karte kann man natürlich immer noch oft auf der Starthand sehen, denke ich. Vor allen Dingen, weil natürlich Gate auch Kepler suchen kann. Und Gate kann man auch nochmal dreimal spielen. Aber es tut natürlich trotzdem weh, weil, naja, dadurch kann man jetzt zum Beispiel auch keine Feindkontrollen mehr spielen, weil du Kepler eigentlich immer auf 2 haben willst. Ja, mal gucken. Vielleicht muss man da jetzt, was die Decklisten angeht, auch nochmal ein bisschen kreativ werden. Ich denke aber, wie gesagt, Triple D wird nicht in der Versenkung verschwunden sein. So, dann haben wir 2 Hits, beziehungsweise 2 Karten, die auf 3 gehen. Ja, wir haben einmal Kräfteeinkerkern, eine Karte, die ich immer öfter in letzter Zeit gespielt habe, als Tech-Option. Und Fafa, Burning Abyss, kriegt seinen ersten Hit, und zwar in Form von Fafa, wie gesagt. Fafa ist ein ungemütlicher Hit, aber ein Hit, bei dem ich mir denke, dass Burning Abyss eigentlich mit einem blauen Auge davongekommen ist. Weil Kräfte einkerkern, klar, kann man jetzt in der Theorie immer noch einmal spielen, zusammen mit zweimal Fafa. Aber, was jetzt ganz, ganz, ganz wichtig ist, ich zeige euch das jetzt mal, wenn wir wieder auf die Duel Links Meta-Seite gehen. So, da sehen wir jetzt zum Beispiel bei Burning Abyss, wenn wir zum Beispiel auf eine der KCGT-Listen gucken, Sunny zum Beispiel, deutscher Spieler, schauen wir mal rein. Levi, ja, viele Burning Abyss Decks haben auf einmal Levis auch reingesplashed, was man ja eigentlich vorher nicht gesehen hat. Und das ist jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr möglich, weil du, guckt euch das an. Sunny hat dreimal Fafa gespielt, dreimal Kräfte einkerkern und dreimal Levi. 9 Karten, aber das sind jetzt 6 Karten zu viel. Er könnte jetzt einmal Levi spielen, einmal Fafa, einmal Kräfte einkerkern, einmal, zweimal Fafa, einmal Kräfte einkerkern oder dreimal Fafa. Ich denke aber, dass Levi auf jeden Fall in Burning Abyss nicht mehr gespielt wird. Ich denke aber, dass man immer noch Kräfte einkerkern hier und da sehen wird und Fafa als Teil des Burning Abyss Cores ohnehin. Aber das sind jetzt 2 Hits für die 2 Tier 1 Decks, die jetzt auch alles kurz und klein geschlagen haben im KCGT, wie wir jetzt gleich auch sehen werden, wenn wir einmal auf die Top 128 Decks gehen. So, eine Karte hat es sogar von der Liste runtergeschafft und das ist die Fusionsreserve. Ja, Fusionsreserve ist nicht mehr auf der Liste. Fusionsreserve war halt so gut wegen Invoked, aber Invoked wird ja aktuell gar nicht mehr gespielt. Ja, das heißt also, Fusionsreserve kann ruhig von der Liste runter. Fusionsreserve ist auch, denke ich, in der aktuellen Meta erstens ein bisschen langsam und zweitens, ja, welches Deck würde Fusionsreserve aktuell wirklich benutzen? Mir fällt zumindest nichts ein. Ich glaube, die Zeit von Fusionsreserve, wo die Karte, die Karte an sich ist ohnehin ziemlich schlecht, aber mit Invoked und mit Invoked war sie halt nicht schlecht, weil sie halt Alistar gesucht hat. Und ja, das hat uns für den zweiten Turn zumindest noch ein Alistar out gegeben. Und das war auch schon die Liste mit den verbotenen bzw. limitierten Karten. Also es hat hauptsächlich die Tier 1 Decks getroffen, Burning Abyss und Triple D. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Tierlist werfen, ja, die auch heute rausgekommen ist, deswegen mache ich das Video zum Beispiel erst heute Abend und das Video kommt dann morgen und nicht heute, sorry dafür, weil ich eigentlich noch auf diese ganzen Infos hier gewartet habe. Burning Abyss und Triple D ist laut Einschätzung des TPC, Top Player Councils von Duel Links Meta, immer noch im Tier 1. Es gibt kein Tier 2 Deck und darunter kommen dann die ganzen anderen Tier 3 Decks. Das wird sich natürlich noch ändern. Burning Abyss, Triple D, die könnten runtergehen auf Tier 2, vielleicht sogar Tier 3, je nachdem. Und andere Decks könnten dann aus der Versenkung auferstehen. Das wird jetzt aber mit der Zeit sich zeigen. Aber der erste Eindruck ist, Burning Abyss vor allen Dingen wird immer noch sehr gut sein, sehr top sein. Und Triple D, ja, denke ich auch. Da wird sich aber einiges ändern. Ich denke, wie gesagt, die Couch-Trainer-Variante, die wird nicht mehr so spielbar sein, wie man es glauben mag. Dann haben wir Änderungen an Skills. Jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, das wäre eine coole Änderung, aber es hat sich sehr wenig an Skills geändert. Befehl des Schicksalskönig, ja, wurde angepasst, da die Beliebtheit und die Siegquote von Double-D-Decks steigen und sie das Metagame möglicherweise einseitig machen, geben wir der Fähigkeit, die diese Decks unterstützt, eine schwierigere Aktivierungsbedingung. Okay. Und einen Buff haben wir aber auch, und zwar Kampf antiker Antrieb. Wir stärken einige charakterexklusive Fähigkeiten, um sie benutzerfreundlicher zu machen. Ist natürlich ganz cool. Ancient Gear können wir uns dadurch dann nach dem Skill-Balancing wieder angucken. Aber was genau hat sich da jetzt geändert? Gucken wir mal. Hier zum Beispiel bei Befehl des Schicksalskönig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sich da eine Sache geändert. Und zwar werden die Effekte von den Monstern in der Pendelzone bis zur nächsten Endphase annulliert.
Ja, bis zum Ende des nächsten Spielzugs, also bis zur Endphase. Vorher war es die Standby-Phase, das heißt, in der nächsten Main-Phase, nachdem man den Skill aktiviert hat, konnte man theoretisch die Effekte in der Pendelzone aktivieren. Das war halt wichtig für Cerberus zum Beispiel, hieß er Cerberus, auf jeden Fall für diesen dreiköpfigen Hund und natürlich auch für Thomas, weil Thomas auch nochmal eine Recovery-Option dargestellt hat. Jetzt, ja, ist das nicht mehr möglich. Jetzt hat man halt immer noch seine Pendel-Scales ohne Effekte. Naja, ist auch wieder ein Nerf für Triple D. Was soll man sagen? Ist natürlich nicht so toll, aber passiert. Und was hat sich jetzt hier an Kampf antiker Antrieb geändert? Jeder der folgenden Effekte kann nur einmal pro Spielzug und zweimal pro Duell benutzt werden. Während des Spielzugs kannst du einen und falls du antiker Antrieb kontrollierst, setzt du einfach in der Endphase dieses Spielzugs diese Karte. Ne? Die Fähigkeit kann nur verwendet werden, falls du das Duell. Okay. Was hat sich jetzt hier daran verändert? Was hat sich jetzt daran geändert? Jetzt müssen wir hier mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich starten. Findet ihr den Unterschied, was sich hier geändert hat? Ach, guck mal hier. Tatsächlich, ich sehe einen Unterschied. Also antike Antriebskulung kontrollierst, jetzt eine Problemversion von außerhalb deines Decks in der Endphase dieses Spiels, ich lege diese Karte als unterste Karte. Und, falls du antike Antriebskulung kontrollierst, jetzt eine Problemversion von außerhalb deines Decks auf deiner Spielseite. Der Endphase Spielling an diese. Da hat sich ja nur ein bisschen was am Wording geändert. Setze eine Polymerisation von außerhalb deines Decks auf deine Spielfeldseite. Setze eine Polymerisation von außerhalb deines Decks. Was? Da hat sich ja nur ein bisschen was am Wording geändert, sonst nix. Okay, was genau sich da jetzt geändert hat, weiß ich nicht. Da hat vielleicht wieder der Übersetzer ein klein wenig. Wir sind einfach nett. So, aktualisiert. Lebenszeitmission. Ah, es gibt einen neuen Skill. Den muss ich gleich freischalten, damit ich das Video für den Tag darauf drehen kann. Rosenzauber. Lege ein Rosendrachenmonster, Hexe der schwarzen Rose oder Rosentee von deiner Hand auf den Friedhof und füge ein Rosendrachenmonster von deinem Deck deiner Hand hinzu. Lege dann eine Rosenwee von außerhalb deines Decks entweder auf oder unter das Deck. Du kannst in dem Spielzug nur Rosendrachenmonster spezialbeschwören von deinem Extrakt beschwören. Und diese Fähigkeit kann nur einmal pro Duell verwendet werden. Lege ein Rosendrachenmonster von deiner Hand auf den Friedhof und füge ein Rosendrachenmonster von. Ach, okay, das ist ein Consistency-Skill. Für Support, für den Rosendrachen. Wow, Konami macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Finde ich krass. Freut mich sehr. So, dann haben wir das. Bekanntgabe der Ergebnisse fürs KCGT. Platz 1 war Declan Akaba, Platz 2 war Sarah und Platz 3 war Yami Yugi. Gut, mit Declan habe ich gerechnet. Mit Platz 2 Sarah und Platz 3 Yami Yugi habe ich nicht gerechnet. Ah! Okay, und die Rewards kommen am 28.06. zur nächsten Maintenance. Okay, und was gab es nochmal als Belohnung jetzt? Ein Charakter richtig geraten 100, zwei Charakter richtig geraten. Okay, da kriege ich 100 Gems. Yay! Ich kriege 100 Gems. Ich glaube, ich hatte als zweiten und dritten Charakter hatte ich Kalt. Und Zora hatte ich auch noch als nächsten Charakter. Ja, den hatte ich auch noch als nächsten Charakter. Auch wild. Anyways, gehen wir mal in den Shop und gucken uns das Rose Buddy Structure Deck als nächstes an, was wir uns auch dreimal holen werden. Dieses Structure Deck bietet einige coole Karten, vor allen Dingen auch für den Otto Normalspieler. Falls ihr zum Beispiel noch keinen Rosendrachen habt, warum denn nicht einmal das Structure Deck holen und ihr habt euren Rosendrachen, den man eigentlich immer in Synchro Deck spielt, ja? Weil das mit eines der besten 7-Sterne Synchro-Monster ist. Und dazu hat man halt auch noch Karten wie Naturia Rosenpeitsche, die jetzt nicht so toll ist, aber auch viele andere Core-Karten für dieses Deck. Guck mal, Gigapflanze, die habe ich sogar letztens ein zweites Mal gebraucht für irgendein Farm-Deck. Dazu gibt es aber neue Karten in Form von Rötliche Rosenhexe und Kastanien Rosendrachen. Den wollen wir vor allen Dingen dreimal haben, weil der unser Searcher ist und ein 3-Sterne-Empfänger, der mit 4-Sterne Monstern dann Synchro beschwören kann. Okidoki. Was ist noch eine neue Karte? Flammensamen. Wenn diese Karte, die du kontrollierst, durch einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einen Monster von der Pflanze der Stufe 4 oder niedriger in einem Friedhof wählen. Beschwöre die Karte als Spezialbeschwörung. Okay, langweilig. Aber Kastanien-Rosendrach ist auf jeden Fall Core. Dazu auch noch die rötliche Rosenhexe, die ebenfalls gut ist. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, füge deiner Hand eine Hexe der schwarzen Rose von deinem Deck hinzu. Anschließend kannst du die Hexe der schwarzen Rose direkt normal beschwören. Oh, okay.
Das ist die Karte hier. Und die sagt, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, solange du keine Karten kontrollierst, ziehe eine Karte und zeige sie vor. Falls die gezogene Karte keine Monsterkarte ist, lege sie auf den Friedhof und zerstöre diese Karte. Alright, eigentlich ganz cool. Und der blaue Rosendrache gibt's auch noch, genauso wie den weißen Rosendrachen. Falls du einen Drache, Empfänger oder Pflanze kannst du diese Karte von deiner Hand beschwören. Falls diese Karte als Synchromaterial aus dem Friedhof gelegt wird, kannst du dann... Okay. Ach, tatsächlich. Okay. Ich frage mich die ganze Zeit, was denn die Kombo ist, um diesen rötlichen Rosendrachen, der Next-Level-Rosendrache, zu beschwören. Jetzt weiß ich, was es ist. Nicht schlecht. Ja, der rötliche Rosendrache ist das neue Bossmonster in diesem Structure-Deck. Falls diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst alle Karten auf den Friedhöfen verbannen. Und dann, falls diese Karte mit schwarzer Rosendrache oder einem Pflanzen-Synchro-Monster als Material beschworen wurde, kannst du alle anderen Karten auf den Friedhof zerstören. Lol, das ist einfach ein Gandora-Effekt. Ohne diese ganzen Aktivierungsgedöns. Das ist stark. Und wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, der die ein oder mehr Karten zerstören würde, du kannst diese Karte als Reboot anbieten, annulliere die Aktivierung, dann kannst du einen schwarzen Rosendrachen als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck oder dem Friedhof spezialbeschwören. Wow, das ist ein ziemlich krasses Monster. Ich glaube, das ist auch relativ neu, kam, glaube ich, irgendwann letztes Jahr raus, meine ich. Ich habe das irgendwo auf Twitter gesehen, denke ich. Nicht schlecht! Wow! Da würde ich einfach mal behaupten, allein schon wegen dieser Karte, Kastanienrosendrache, werden wir wahrscheinlich dreimal an das Structure Deck gehen müssen, weil die Karte Core ist. Denn wenn die normal oder spezial beschworen wird, können wir unserer Hand eine schwarze Rosendrachenkarte hinzufügen. Und solange sich diese Karte in einem Friedhof befindet, kannst du die Karte deiner Hand hinzufügen, wenn wir einen Pflanze-Synchromonster beschwören. Wow. Okay, das ist wichtig. Das ist wichtig. Die Karte wollen wir uns auf jeden Fall dreimal snacken in unseren Listen. Ich habe schon eine Liste gesehen vom lieben Erik. Shoutouts an der Stelle an den lieben Erik. Die werde ich dann fürs nächste Video auch wunderbar leechen. Das ist nämlich mein Deck. Ach ja, apropos, es gibt noch Rosenwurzel-Austrieb. Quickplay-Zauberkarte, die habe ich gar nicht erwähnt. Wir können einen Rosendrachenmonster als Spezialbeschwörung von unserer Hand oder unserem Friedhof in die Verteidigungsposition beschwören. Und falls diese gesetzte Karte zerstört wird, können wir einen schwarzen Rosendrachen oder ein Monster, das ihn erwähnt, das verbannt ist, was sich in unserem Friedhof befindet, wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Ist ganz cool, weil wir können die Karte setzen und dann den schwarzen Rosendrachen beschwören und hätten dadurch einen OTK, ne? Weil dadurch können wir dann zum Beispiel irgendwas mit 1,6, ach guck mal, wunderbar. Da können wir zum Beispiel den blauen Rosendrachen spezial beschwören und da haben wir genau 4000 Life Points. Da haben wir das Board gewiped und können dich beschwören und haben freie Bahn und können angreifen. Oder wir können auch den beschwören, den Kastanien-Rosendrachen. Alright, das ist ziemlich cool. Ja, dann holen wir das Deck auf jeden Fall noch zwei weitere Male. Warum denn nicht? Wer kann, der kann. Vielleicht, ich hätte den hier... Oh, wait! Ich habe ihn einmal in Glossy. Ich habe ihn einmal in Glossy, den rötlichen Rosendrachen. Kann ich ihn vielleicht einmal noch in Prismatic bekommen? Konami? Seid ihr Gönner? Seid ihr Gönner, Konami? Komm. Kommt, Konami. Gönnt doch mal. Gönnt doch mal. Gönnt doch mal. Einmal die Karte in Prismatic. Ja, schade. Aber Rosenwurzel-Austrieb in Prismatic. Glossy gab's. Okidoki, dann stellen wir das Deck auf jeden Fall morgen vor. Guck mal. Achtmal schwarzer Rosendrache. Danke dafür, Konami. Ich weiß, was ich mit meinen fünf Exemplaren, die ich niemals benutzen werde, machen werde. Sie werden in meinem Lager liegen. So, dann gibt es, glaube ich, noch ein neues Angebot. Habe ich gerade gesehen. Für 2 Euro. Ja, okay, alles klar. Skippen wir. Gut. Dann soll es das jetzt erstmal an Informationen gewesen sein. Es gibt ein paar neue Events. Tech Tournament haben wir schon abgeklärt. Es gibt noch hier die Ergebnisse von der ersten Phase vom KCGT. Da kann man aktuell seine Platzierungs-Rewards abholen, falls der ein oder andere da mal reinschauen möchte. Wäre natürlich auch zu empfehlen. Wait, wir müssen die PvP-Arena. Hier. Da kann man jetzt nochmal seine Belohnungen abholen und die Rangliste hier nochmal für diejenigen, die es interessiert. Oh, guck mal, der Sunny ist sogar auf Platz 1 mit Burning Gebiss. Krass. Das ist natürlich mächtig.
Sind ein paar Namen dabei, die man kennt. Luke Tyler. Ich habe eben noch ein paar andere Namen gesehen. Nicht schlecht. Gachi. Mit 50.000 Punkten wäre man schon drin. Beziehungsweise 128 waren es, ne? Doch, 50.000 Punkte. Boah, es liegt ja alles hier eng an eng. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wir können uns nochmal hier ein paar Minütchen für die Leute, die es auch nochmal interessiert, auf Duel Links Meter angucken, was denn so die Top-Decks waren. KCGT, Top 128 Decks, da kann man zum Beispiel draufklicken. Und dann sieht man hier wunderbar, guck mal, Sunny hat zum Beispiel das Deck von eben gespielt, was wir gesehen haben. Top-Tier Burning Abyss. Ryosuke hat Gandora gespielt. Beziehungsweise auch Triple D. Also, ja, Burning Abyss und Triple D. Ach, guck mal hier. ACT. Hat mal was anderes gespielt. Auch nicht schlecht. Gloria 2 Triple D-Varianten gespielt. Okay. Auch sehr interessant. Hier haben wir sogar eine Metal Force-Variante. Also, da sind einige Listen drin, an denen man sich rein theoretisch auch nochmal orientieren kann. Aber wir sehen schon, die Meta bestand zu einem großen Teil aus, hier Necros hatten wir auch gecovert als Top-Deck. Amano Iwato mit Abyss Actors. Okay. Ich meine, das Deck hatten wir vor einer längeren Zeit mal gecovert, aber dass es immer noch in der aktuellen Meta gut ist. Ja, moin! Clifford! Der Guinness hat wohl Clifford gespielt. Wow! Auch ein Deck, was wir uns mal angucken könnten, ne? Clifford. Ich glaube, da gibt es einige da draußen, die sich freuen würden, Clifford zu sehen. Ein Top-Tier-Clifford-Deck. Burning Abyss, Triple D, Lunar Light. Ja, das Deck will auch nicht sterben. Burning Abyss, Necros. Ja, und wen es interessiert, hier kann man einfach mal reinschauen, um sich nochmal so ein Bild zu machen, was so die Top-Listen waren. Wir werden uns da von einigen Listen werden wir uns hier auch bedienen. Da werden wir definitiv mal ein paar Decks bauen oder nachbauen. Die interessanten Decks zumindest. Ach, guck mal hier, ein schönes Protonendeck zum Beispiel. Oh, nice. Hm. Da werde ich gleich neugierig. Oh, Dark Magician mit Spellbooks und Kuya Hurts. Aber natürlich mit der Pay-to-Win-Karte. Also Selection Box only. Ja. Ich guck mal. Ihr könnt ja selber mal schauen, wenn es da irgendwelche interessanten Decks gibt in den Top 128. Schaut mal rein. Da können wir hier bestimmt... Oh, guck mal hier, TG. Mit Flight Control. Muss ich auf jeden Fall auch noch covern. Ja. Anyways, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den aktuellen Hits etc. haltet. Und auch, auf was ihr euch jetzt freut. Und dann schmeißen wir uns ins nächste Video mit einer schönen Coverage zum Black Rose Dragon. Bis dahin, wieder schon reingehauen, macht's gut und ciao. Euer Regi, man sieht sich.